Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit Nellis, Profi. Moin, moin, meine Aktiven, nach einer Woche Pause. Noch zwei Wochen. Sorry, zwei Wochen. Weil Sie zu faul waren, zur Aufnahme zu kommen. Gar nicht, weil ich meine zwei Wochen Pause von ihm brauche. Ja. So, mein Crazy Gaming. Mein alter Kollege. Sei, bist du wieder fit, weil ich dich fertig machen kann. Ja, die Klappe. Jo, und ja, ich hoffe, euch kommen die Ersatzvideos trotzdem gefallen, was ich für euch gemacht habe. Und ja. Ich hätte auch mal ein paar schicken können. Sorry. Und ja. Wenn ihr noch Fragen oder Infos haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf den LS220, aber jetzt wird einmal der Kollege wieder weiterreden. Wow, ja Leute. Um es ehrlich zu sein, warum ich eigentlich zwei Wochen nicht aktiv bin, nicht nur, weil ich im Privaten aktuell ein bisschen was vorhab, sondern auch, weil wir natürlich nicht nur für den LS22, sondern auch fürs neue Projekt planen. Weil das halt eine ziemlich große Aufgabe ist, die wir da bewältigen wollen. Und vor allem, was wir da noch alles planen müssen, damit ihr das auch pünktlich gucken könnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen hibbelig an den Beinen, weil es in circa einer, zwei Wochen tatsächlich losgeht mit der ersten Aufnahme. Und ich habe halt schon echt unnormal Lust. Ich freue mich auch schon. Ich spüre die Begeisterung. Ja, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich bin voll hyped auf das Projekt. Aber mehr will ich ja noch nicht verraten dazu. Das erste Mal ist immer das Beste. Oder übel macht die meisten. Du wirst dich schon reinfinden in das RP, Junge. Du machst einfach mit, ich laber dich voll und dann passt das. Wenn du mich voll laberst, dann deinstalliere ich Discord. Hey, du, natürlich musst du labern, du, was glaubst du denn? Na, Spaß. Ja, keine Ahnung, ich hab das noch nie gemacht, deswegen muss ich mich da erst eine finden, aber das wird schon, liebe Zuschauer. Du willst sowieso erstmal ein Training. Brauchst du nämlich Voice Mode. Ja. Für Telefone. Anrufe. Außer du willst die Klingeln selber machen. Ja, aber sonst auch noch was. Ja. Ja, aber das wird dann jetzt dann bald einmal kommen, das erste Infovideo dazu. Und ja. Auf jeden Fall. Ich merke, du bist nicht so erfahren im MP. Da müssen wir jetzt natürlich. Na gut, ich bin auch nicht der größte Profi, aber trotzdem kann ich dir aushelfen. Was auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig ist, du musst erstens viel Geduld und Nerven haben. Nicht so schnell ausrasten. Na gut, außer bei manchen Situationen und vor allem viel reden können. Jo. Wenn du das nicht kannst, dann ist schlecht. Wobei, das ist eigentlich bei mir nur so, weil ich ziemlich gerne viel ausdiskutiere. Das merkt man. Willst du mich verarschen oder was? Wo ist denn? Was machen Sie denn, Alter? Nein. Und vor allem, du musst ein bisschen schauspielerisch gut sein. Ja, schauspielern kann ich gut. Du musst auf Druck traurig sein, auf Fingerschnips oder auch auf Fingerschnips aggressiv sein oder vielleicht sogar auf glücklich sein. Oder vielleicht sogar ein bisschen romantisch. Ja. Ja, alles muss. Aber da kann es sein, dass ich jetzt fast 33 Ballen auf dieser Wiese habe. Und ich habe immer noch 5-6 Schwaden. Wow. Ey, ich weiß, was los ist. Das liegt ja da, weil ich da drauf weil ich gut gedüngt habe. Achso, warte, ich muss kurz eine Runde ins Elo. So, meine lieben Freunde, jetzt werden wir uns einmal was gönnen. So. Ah ja, sag's nichts dem Herrn Kollegen.
Jo, und dann werden wir da mal richtig Gas geben. Dann gibt's die alle Abfahrt. Jalla Abfahrt gibt's dann. Und jo. So. Dann gehen wir jetzt noch die Wiese mähen und dann. Ja, der Herr Kollege ist aber auch nie da, wenn man. Wenn da Aufnahme ist. Wow, jetzt habe ich mich festgefahren oder wie? Es ruckelt halt ein bisschen. Kann nur sein, ja. So. Ja, was? Hallo. Hallo. Ja, servus. Kurze Frage an dich. Ja. Kurze Frage, hast du vielleicht Zeit? Für was? Fürs Abfahren. Ich brauche ja zum Abfahren beim Mais. Bei dir? Häcksel und Mais. Beim LU? Ja. Nee, für mich. LU häckselt und du willst vielleicht mit mir abfahren, wenn du willst. Ja, können wir machen. Dann hast du Bock? Ja, warte ein bisschen, ich bin in ein paar Minuten bei dir. Ja, alles gut, die müssen jetzt vor mir fertig ernten. Das kann noch ein bisschen zwei Felder fertig ernten und dann können wir häckseln. Mhm. Ich habe die Scheiße für Dommel bei Ärzten mir angeboten, aber er ist leider aktuell nicht da und ich kann ja mal warten, der steht jetzt lange genug da oben. Nicht, dass der noch vergammelt, da hab ich keine Lust zu. Alter, ich hab... Ey, ich hab jetzt schon 41 Ballen auf der Wiese. Und ich hab noch zwei Schwaden. Um die alle einzuwickeln, ich hab schon richtig Bock, Alter. Ich glaube, ich wechsle auf Rundballen, ey. Jetzt sind kein Bock, wobei dann kann ich nicht durchfahren, ist auch scheiße. Dann muss ich mir keine Ahnung was. Brauche ich eigentlich eine Ultima. Oder die vom Anderson, vom Dings DSC, vom Körnland. Hallo! Jo! Ey, brauchst du Strohpellets? Hast du welche? Nee, brauchst du welche, frage ich. Hast du Stroh oder was? Nee, ob du Strohpellets brauchst. Na, warum? Weil das LU welche anbietet. Achso. Ich biete keine an, ich hab diese Technik nicht. Nein, geh doch, du hast Stroh zum Pressen. Nein, ich hab Raps angesät. Jetzt wo ich die Info von LU gehört habe, hätte ich jetzt lieber ein Feld mit Stroh. So, jalla Abfahrt. Mhm. Ich bin jetzt überlegen, ich möchte ein bisschen irgendwas kaufen, ey. Oh, scheiße.
Jojo. Na, du bist so genau bei dem Feld, wo auch mein Meister steht. Ja, gegenüber da. Ja. Scheiße, ich hätte hier abbiegen sollen. Oh. Gibt's doch gar nicht. Der Kontostand macht mich aktuell ja ein bisschen zufrieden auf jeden Fall. Ich hab eine Idee, was ich jetzt mache. Mann ey, ich kann nicht eine Sache fertig machen. Ich muss immer 50 anfangen. Jo. Herr Kollege, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, leider bei mir nicht. Bei mir liegt die Schnelle in der Kraft. Du ey. Was? Du es. Du ey, hab ich gesagt. Du et. Nee. Du auch. Ich, du hast du ey. Und ich hab Duett gesagt. Du Alter, du bist so. Was denn hier? Was willst du von mir, du? Jo, nach der Aufnahme müssen wir eine kurze Pause machen. Warum? Ich muss nur kurz was holen gehen. So ist das also. Du blockierst in unserer Aufnahme. Ich würde sowas niemals im Leben tun, ey. Hey, Entschuldigung, jeder Mensch hat Bedürfnisse, kurz einmal was anderes zu machen. Ja, du willst aufs Klo scheißen gehen, ich weiß. Na. Danke für die Demonetarisierung. Kein Problem. Hä? Warum sollst du entmonetarisiert werden, weil ich sag, dass du aufs Klo scheißen gehst? Weil das so ist. Ich dachte, hä, wenn du sexuellen Content irgendwie in die Richtung machst, dann. Aber ich kann doch normal sagen, wenn du scheißen gehst. Na. Nicht. Jo. Jo. $800 ist egal. Last LU ABM Verkaufs Strohpellets, 1000 Liter, 800 Euro. Also Deutsch Euro. Konnte er auf jeden Dollar Fall. Dollar meine ich, $800. Nee, ich kaufe keine an, ich will welche verkaufen. Eigentlich am besten, die wir anbieten würden. Jojo. Jojo. So, jetzt kommt hier meine Lieblingsaufgabe. Irgendwie in meine Kuhweide reinzukommen mit dem Anhänger. Kriege ich immer super gute Laune. Aber jetzt klappt's, ich sag's dir. First try. Wie viel hab ich denn? Oh, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Und jo, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.